Da fällt mir ein, Füchse habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, weil ich Füchse nur in der Schneeregion finde. Hier finde ich ja nur die, Bist du ein Fuchs? Ja. Okay. Ist egal, Füchse kannst du überall knallen. Ist Jagdsaison. Da sind die Verbesserungen für die Konzentration. Die Füchse führen mich zu überhaupt keinen versteckten Orten. Ich kann Spiele noch unterscheiden, so alt bin ich noch nicht. Pirscher. Ich komme nie dazu, mich mal hier ein bisschen zu erholen. Das ist der andere. Übrigens, bei dem Spiel zerpresse ich wirklich den Controller. So wie bei noch keinem anderen. Glaube ich jedenfalls, oder? Ich brauche eh einen neuen. Man merkt auch, dass ich manchmal aus Versehen eine Normalattacke mache mit dem Speer, anstatt zu schießen. Das hat damit zu tun, dass ich einfach die Bumper schon so kaputt gedrückt habe. Also die... Ich habe da irgendwelche Plastikteile kaputt gemacht auf der rechten Seite. Das ist ein gutes Zeichen? Nicht für meine Hände. Wie lange ich den schon habe, mit dem Kauf der ersten Oculus Rift zum Release. Das ist nämlich der Xbox One Controller, der Oculus Rift beilag damals.
Wann war das? Mai 2016? Wie viel hat Assis euch bezahlt? Das klingt nach ihr. Das müssen die Fremden sein, die Talana gefolgt sind. Anscheinend hat Assis ein paar Schläger angeheuert. Immer einen Heiltrank, irgendjemand wird ja hier einen dabei haben. Und du kannst den da oben eben erledigen. Überlasse dir den letzten. Du bist zu kacke, um den letzten zu töten. Da war der Heiltrank. Warum bin ich die Drossel und du bist eigentlich mein Habicht? Das war vorbei. Für Meridian! Plopp. Was macht ihr mit euren Controllern? Sie benutzen. Danke. Ich hätte es wissen müssen. Er würde alles tun, damit ich Rotschlund nicht bekomme. Sie starben für seinen Stolz. Wo ist das jetzt? Er verfolgt Rotschlund. Hier lang. Schnell! Ah ja, doch. Es war im März 2016, kam die Oculus Rift. Eitelkeit. Er will den Ruhm nicht mit seiner Drossel teilen. Mein Bürger war auch so. Auch er wollte Rotschlund allein erlegen. Obwohl wir vorhatten, Assis abzusetzen. Vielleicht haben wir ja alle stärkere Handgelenke als du da. Und deshalb sterben unsere Controller so sehr. Also ich weiß, warum er kaputt ist. Ich habe ihn mal auf den Tisch geschlagen. Das hat er nicht so gut gefunden. Ich glaube, mit normaler Nutzung wäre das nicht passiert. Ich weiß nicht, wo Assis und Rotschlund hingegangen sind. Ich kann Spuren lesen. Und sie nicht, die als in der Jägerloge ein Habicht ist. Hier lang. Rotschlund zerstörte die Bäume. Ich fürchte, wir kommen zu spät.
Bei Tarkas kam ich gerade noch rechtzeitig, um ihn sterben zu sehen. Da ist er. Rotschlund. Da ist Rotschlund, so einen habe ich aber schon getötet. Assis schlägt sich ziemlich gut. Blöpp. Schlug sich ziemlich gut. Tja, unsere Aufgabe steht vor uns. Ja, das letzte Mal habe ich den unterirdisch getötet. Das war etwas anderes. Da habe ich mit Sprengerfallen viel gearbeitet. Hallo? Der hat mich doch nur gestriffen. Den Teil absprengen finde ich eigentlich das geilste am Spiel. Thank you.
haben ihn geschwächt. Er schwankt. Von dem ist doch geschützt. Oh, krass. Da plumpsen die alle einfach raus. Auf dem Boden, aber sagt dann, hey, ja, wir haben es gleich geschafft. Kannst dich später feiern. Bei der Sonne, geschafft! Wenn die wüsste, dass ich schon mal so einen getötet habe. Ein echter Held gibt nicht an. Nur der geht halt mit der Frau nach Hause. Hallo, dein Körper ist größer als angezeigt. Schöne. Wir sind ein gutes Team. Jetzt bist du Sonnenhabicht. Stimmt wohl. Rohstoffbeutel ist voll.
Jetzt bist du Sonnenhabicht. Und ich bin weiterhin kleine Drossel. Und du bist Moose. Talana, er lebt noch. Geh aus dem Weg, Nora. Abschaum. Du bist fertig. Die Loge ist endlich frei von deinem Einfluss. Ich hielt sie am Leben. In dunkler Zeit. Nein, du begrubst sie. Und das Andenken meines Vaters. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Hätte ich dich doch kämpfen lassen. Gegen Rotschland. Um ihn zu schwächen. Verdammt. Hier liegt der Sonnenhabicht der Jägerloge. Irgendwie schade. Nach all dem trauerst du noch um ihn? Oh nein. Ich hätte nur gern sein Gesicht gesehen, wenn ich ihn beerbe. Okay. Komm zu mir in die Jägerloge, wenn du Zeit hast. Ich glaube, der neue Sonnenhabicht will dich begrüßen. Hallo, beste melodramatische Sterbeanimation ever. Hast du nicht das ganze Gefühl gesehen in ihm? Was würdest du dem Spiel jetzt geben von 0 bis 10? Eine fette 10 natürlich. Ich spiele nur Spiele, die eine fette 10 verdient haben. Und Kackspiele, die eine fette 0 verdient haben. Es ist wirklich gut. Also ich finde es wirklich in der Steuerung ein paar Kackdinger und Gesichtsanimationen und sowas sind jetzt nicht das Beste, aber das Gameplay ist halt schon echt gut. Ist schon ein cooles Spiel. Es hat bei mir bis jetzt in der gesamten Spielzeit es zweimal abgestürzt. Bin ich auch ehrlich. Aber immer ganz am Anfang, wenn es mal läuft, läuft's. Weisheiten des Imperators. Hi, Teich. Ich glaube, von da oben komme ich besser dahin. Ich will noch den letzten Läufer auch noch mitnehmen. Dann gehe ich in die Jägerloge, hol mal meinen Preis ab.
Die Entwickler haben sich ja schon gemeldet, dass sie gerade die Abschlussberichte alle einsammeln und versuchen, so schnell wie möglich einen Patch zu bringen. Aber es ist immer die Sache, bei portierten Spielen, glaube ich, ich habe immer das Gefühl, es dauert dann 10-mal länger automatisch.